Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Gewinnspielauflösung. Die zwei Wochen sind vorbei, das Gewinnspiel ist beendet. Meine Bilanz daraus, es war sehr genial. So viele Leute haben mitgemacht, damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Ich hatte mit 30, 40 Leuten gerechnet. Am Ende sind es, ich weiß nicht, über 80, 90 gewesen, die mitgemacht haben. Aber nicht alle haben alles richtig gemacht, sondern am Ende sind es 75, 76 Leute, die alles richtig gemacht haben, auch nur einmal mitgemacht haben. Und die habe ich alle auf einer Liste. Diese ist es. Von da bis da und hier. Und hier haben wir auch noch einen. Da. Jo, das sind alles Gewinner, die komplett alles richtig gemacht haben, sich an die Regeln gehalten haben. So muss das sein. Finde ich schön. Auf jeden Fall, die Liste werde ich dann gleich vor der Kamera ausschneiden und in ein Gefäß packen. Ich habe mir auch Gedanken über das Gefäß gemacht, wo ich es rein tue, denn ich wollte jetzt nicht irgendwie so eine 0850 Schale haben oder in die Küche gehen und da irgendwie eine Schale holen oder eine Schüssel. Und so einen ollen Karton wollte ich jetzt auch nicht haben. Dann stach ich mir was ins Auge in mein Zimmer, wo ich dachte, das nehme ich, das ist doch genial. Die Monster Hunter Tri Limited Edition in Form einer Schatzkiste. Hier werden die Lose reinkommen und dann werde ich sie auch rausziehen. So finde ich eigentlich recht cool. Passt so ein bisschen zum Gewinnspiel. Ich weiß auch nicht wieso, aber mir gefällt es derbe. Allerdings werde ich die Kameraperspektive ändern, wenn ich die Leute rausziehe. Denn so ihr könnt so gar nicht sehen, wie ich da reingreife. Das ist nicht schön. Ja, fangen wir auch an. Ich habe jetzt hier die Liste und werde jetzt jeden Namen einzeln ausschneiden. Nein, Quatsch. Natürlich werde ich euch das nicht zeigen. Also zeigen werde ich euch das schon. Ich werde euch aber nicht die ganze Länge antun. Darum werde ich jetzt diesen Abschnitt ein bisschen beschleunigen, damit ihr jetzt nicht irgendwie 10 Minuten oder wie lange das auch immer dauern mag, hier sitzen müsst. Und ja, das ist natürlich denn doof. Also, ich fange jetzt an und schneide die aus. So, das war anstrengend. Also das Zusammenfalten war ja am schlimmsten. Hier sind jetzt alle Leute drin.
Ihr habt bestimmt bemerkt, dass die Kamera gerade abgeschmiert ist. Ich weiß auch nicht wieso. Auf einmal stand der Aufnahme wurde automatisch beendet. Ich weiß gar nicht, ob meine Kamera irgendwie ein Zeitlimit hat zum Filmen, aber es waren jetzt gerade irgendwie 10 Minuten auf der Kamera und dann ist sie gerade abgeschmiert. Ich hoffe, man hat nicht zu viel verpasst. Ich habe zwar sofort wieder auf Starten gedrückt, aber naja, ist ja jetzt auch egal. Also hier sind jetzt alle Gewinner drin. Die werde ich gleich nochmal durchschütteln. Und ich wechsle jetzt in die andere Kameraperspektive. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich habe jetzt die Kameraperspektive ein bisschen geändert und den Karton habe ich auch nochmal geändert. Und zwar habe ich hier unten an die Laschen so Tesastreifen gemacht. Denn mir ist aufgefallen, dass beim Mischen, man sieht es ja hier hinten, dass die Leute nicht an der Kante, sondern da so drunter rutschen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair, wenn die da unterhängen, denn ich greife einfach nur rein und greife nicht in irgendeine Ecke oder sowas. Darum habe ich da nochmal Tesastreifen gemacht, damit auch alle zusammenbleiben, alles gerecht ist, alles fair, wie auch immer, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt. Auf jeden Fall, damit das alles ein bisschen schöner ist und auch jeder eine Chance hat zu gewinnen. Ja, man sieht, schüttel, schüttel, und da hängt einer drin. Ich hole den mal raus. Hängt da sonst noch einer drin? Nö. 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 Okay, alles klar. Dann können wir auch starten. Ich werde jetzt alle 5 Gewinner ziehen, nacheinander. Angefangen mit Platz Nummer 5 bis Platz Nummer 1. Was gibt's noch zu sagen? Genau, ich werde bei jeder Ziehung noch einmal durchmischen, damit das auch alles schön fair bleibt. Zu meiner Person, ich sitze genau hinter der Kamera. Also ich kann hier kaum was sehen. Denn die Kamera ist total im Weg. Das ist mega umständlich. Das hätte ich mal anders machen sollen. Aber jetzt ist das so. Scheiß drauf. Mir egal. Ich habe mir sowieso schon so viel Arbeit gemacht beim Gewinnspiel. Da macht das auch nichts mehr. Also, angefangen mit Platz Nummer 5. Der Mario Postkarte. Ich werde jetzt hier den Gewinner ziehen. Wo sind die denn? Oh, die sind alle hier vorne. Das gibt's doch nicht. So. Ich werde natürlich auch nur ein Zettel rausziehen. Denn wenn ich 2 Leute rausziehe, wäre das ein bisschen doof. Habe ich einen? Oh, Gott sei Dank. So. Platz Nummer 5 hat gewonnen. Gamers by Austria. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich sehe hier fast gar nichts. Das Licht ist auch ein bisschen kacke. Ich glaube, so sieht man das ganz gut. Gamers by Austria, du hast gewonnen. Die Mario-Postkarte. Herzlichen Glückwunsch. Hey. So. Gamers by Austria. Platz Nummer 5. Genau, mischen wollte ich ja nochmal. Oh. Michi, Michi. Ups. Ja, hau gegen die Kamera. Oh, ich hasse es. Das ist doch Mist. Ich werde die auch alle mal ein bisschen nach hinten machen. Weil gerade eben lagen die hier ganz vorne. Und ich musste da so reingreifen. Oh, ätzend. So, wo sind wir jetzt? Platz Nummer 4. Diese Mario-Figuren hier. Tada, ups. Marios Kopf. Hier. Und das hier. Das ist Platz Nummer 4. Geschüttelt hatte ich ja. Und greifen wir einfach mal wieder rein. Nein, so nicht. So. Oh, ich stoße hier die ganze Zeit gegen die Kamera. So, habe ich einen Gewinner? Ist das ein Zettel? Ich hoffe, das ist jetzt ein Zettel. Das fühlt sich an wie 2. Nein, das ist einer. Und gewonnen hat. Ja, sollte ich auch mal umdrehen. So lacht aus vollem Hals. Ja, sehr genialer Name. So lacht aus vollem Hals hat gewonnen die Mario-Figuren, die man hier sieht. Ich drehe nochmal die Kamera. Das ist ätzend. So, du hast gewonnen die Mario-Figuren. Die zeige ich jetzt nicht nochmal alle. Ich leg dich mal dazu. Ja, so kann man es nochmal sehen. Ich so lacht aus vollem Hals. Das war Platz Nummer 4. Nochmal schütteln. So, Platz Nummer 3 ist Brave. Genau, Brave.
für Wii. Da ziehen wir jetzt auch nochmal den Gewinner raus. So. Oh, ich bin schon wieder gegen gekommen. Habe ich hier ein? Oh, ja, ich habe glaube ich zwei. Ein, zwei. Ich ziehe ihn einfach mal raus. Es ist The Sonic 98-66. Oder wie auch immer. Ja, du hast Brave gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich pack dich mal zu den anderen, zur Seite. Wie auch immer. So, Wii Party. Nochmal die Kamera drehen. Hey. Wii Party, Platz Nummer 3. Ne, 2. Entschuldigung, Platz Nummer 2, genau. Da ziehen wir jetzt. Naja, ich hab nicht gemischt. Oh, voll gegen die Kamera. Egal. Das war eh schon alles versaut. So. Oh, alle auf einem Haufen. Das ist doch mal schön. So. Ah, ich brauche einen Zettel. Jetzt habe ich zwei in der Hand. Das merke ich. So. Hab ich einen? Ich habe einen. Es ist Niceman 2468. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Wii Party gewonnen. Viel Spaß damit schon mal. Auch an die Seite. Und jetzt kommen wir zum Hauptpreis. Diblop und Diblop 2. Jo, da fällt mir glatt die Monster Energy Dose um. Übrigens das beste Energy Getränk, was man kaufen kann. Ich bin Monster Energy Fan. Also wenn man das getrunken hat, dann trinkt man auch nie wieder Red Bull. Das ist so widerlich, Red Bull. Boah, naja, egal. Das nur mal so nebenbei. Ich ziehe jetzt... Ne, gemischt hatte ich noch nicht. Lalalala. So, Platz Nummer 1. Schon wieder gegen die Kamera. Das gibt's doch nicht. So. Habe ich einen. Ich habe einen Zettel jetzt in der Hand. Und zwar ist das... Null Samso, Sams. Oder O Samso. Wie auch immer. Ihr könnt es ja lesen. Vielleicht erkennt er sich auch selber. Du hast gewonnen, den Hauptpreis. Ups. Diblop und Diblop 2. Herzlichen Glückwunsch. Von meiner Seite aus. Natürlich von den anderen bestimmt auch. So. Das war jetzt meine Auflösung vom Gewinnspiel. Ich lese nochmal die Gewinner vor. Die Mario-Postkarte hat gewonnen. Gamers by Austria. Die Mario-Figuren, ich zeige einfach jetzt mal nur eine, hat gewonnen. So lacht aus vollem Hals. Platz Nummer 3 hat gewonnen. Moment. The Sonic 98-66. Wii Party Platz Nummer 2. Nice Man 24-68. Und, ups. Diblop, oh, Sam's, oh. Wie auch immer. Ja, das war's jetzt mit der Auflösung. Ich würde mich derbe freuen, wenn die Leute, die gewonnen haben, ein Unboxing davon machen, von meinem Gewinn. Wäre natürlich sehr cool. Ich weiß von zwei Leuten, dass sie aktiv auf YouTube was machen. Von den anderen drei Gewinner weiß ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ein Unboxing kommt. Was kann ich noch sagen? Genau, an die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, seid nicht so enttäuscht. Es wird noch ein Gewinnspiel kommen. Wann genau, weiß ich nicht, aber das letzte wird es nicht gewesen sein. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mitmacht. Weil gewinnen kann man immer, man kann ja nichts verlieren. Auf jeden Fall, ja, seid nicht zu traurig. Das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn ihr jetzt zu traurig wärt. So, was kann ich noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Mir hat es derbe Spaß gemacht. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es so viel Arbeit dahinter steckt. Es war wirklich anstrengend. Viel Arbeit steckte dahinter. Hat aber trotzdem viel, viel Spaß gemacht, die zwei Wochen lang. Das war eine Erfahrung, die mir viel gebracht hat. Ich werde beim nächsten Mal auch einiges anders machen. Was ich da anders machen werde, erzähle ich, ja, wenn es soweit ist. Oder ich poste das mal bei Facebook, wie auch immer. Apropos Facebook, die Leute, die mich noch nicht bei Facebook geedit haben, unten in der Beschreibung ist mein Profil. Ladet mich ein, weil dort sind immer die neuesten News von mir, was ich so mache, was geplant ist. Ist immer von Vorteil, wenn man mich da eingeladen hat. Ja, und ist unten in der Beschreibung, wie gesagt.
das war's jetzt auch. Ich mache mich jetzt dran, das Video zu bearbeiten und es fertig zu machen. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch und haut rein. Ja, ich muss nochmal nerven. Ich habe doch was vergessen. Und zwar werde ich jetzt die 5 Gewinner nochmal persönlich anschreiben auf YouTube bzw. Facebook, falls ich sie da haben sollte, um die Adressen zu bekommen, weil ich muss ja wissen, wohin ich das schicken muss. Von daher werde ich euch, also die Gewinner, nochmal persönlich anschreiben. Und wer mir innerhalb von 2 Wochen nicht die Adresse gibt, da werde ich dann ja die Gewinne oder den Gewinn nochmal neu auslosen. Sollte sie sich zum Beispiel so lacht aus vollem Hals nicht melden, werde ich die Mario-Figuren nochmal neu auslosen. Denn ich habe ja hier die restlichen Gewinner noch in der Truhe. Und somit wird das dann neu ausgelost, wenn sich nicht alle melden. Also, 2 Wochen habt ihr Zeit. Schickt mir bitte die Adresse, dann weiß ich auch, wohin das geht. Ja, das war's jetzt auch. Oder sollte es jetzt auch gewesen sein. Ja, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.